sehr verehrten Damen und Herren. Joachim Kroll bleibt freundlicherweise noch bei uns und jetzt gesellt sich ein Herr zu ihm. Ja, wie soll man ihn beschreiben? Seine Gürtellinie liegt etwa auf Fußknöchelhöhe. Trotzdem ist er wahnsinnig lustig und zudem einer der besten Parodisten Deutschlands. Hier ist, er ist auf Österreich-Tournee, bald. Hier ist Ingo Appelt. Darf ich dir auch was zu trinken anbieten? Nee, lass mal, ich hab schon. Hast du? Er hat ja auch schön gesagt, die sind echt alle schon besoffen hinterher. Nee, ist echt so? Das ist wirklich, Österreich ist wirklich anders, da hat er vollkommen recht. Ja. Also ich habe das auch gemerkt, dann, du hast ja gesagt, am 14. Februar hat er gesagt. Oh. Wir haben in Österreich, was denn, wir haben noch Februar. Ja, wir haben noch Winterzeit. Es ist, ich meinte, du hast völlig recht. Das ist wirklich anders in Österreich. Es ist seit im Februar. 14, du hast, also meine Damen und Herren, 14. April ist der nächste richtig, Tag. Ja, 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 sehr schön. Ist die Stimmung gut hinten? Ist sehr gut, sehr gut. Willst du echt nichts zu trinken? Im Moment nicht. Ich lasse es lieber. Aber echt du, zu viel getrunken, ja? Aber als du reingekommen bist, du hast sofort einen halben Liter Wein getrunken. Das habe ich gesehen. Ja, das ist einfach da und er ist immer sehr gut. Der österreichische Wein ist eh der beste und ja, ist sehr lecker. Ich stelle einfach schon mal so als... Ja, ja. Das ist ein Werbevertrag. Ihr beide kennt euch, ja. Ja, wir wohnen ja in der gleichen Stadt. Wir sind ja also Kölner. Wahlkölner. Wir kommen aus Deutschland. Ja. Das ist klein, da kennt sich jeder, das ist ganz klar. Wir sind auch mit dem Ratzinger befreundet, wir kennen die alle. Im Übrigen schöner Witz, weil gesagt, im Vatikan geht es ja mittlerweile zu wie beim Spargelstechen. Der Pole arbeitet, bis er tot umfällt, der Deutsche geht nach Hause, wenn er müde ist. Das fehlt schon. Hab ich gehört. Ja, ist ein guter Witz. Ja. Ich meine, man merkt gleich, das sind natürlich... Sag mal, sitzt du bist ein, niedriger? Du bist ein wir sitzen höher. Ihr sitzt höher, ne? Ja, aus Demütigungsgründen. Ach so, ja, das ist schon... du bist natürlich einer, der keine böse Pointe aus ist, aber gibt es im Leben des Ingo Appelt, gab es das schon mal? Ernsthafte Frage, jetzt wo du gedacht hast, okay, der Witz, den ich vorbereitet habe, der ist mir jetzt echt zu hart, den mache ich jetzt nicht aus Geschmacksgründen oder weil da persönliches Leid dahinter steckt, wo du gesagt hast, nein, no way, nicht mit mir. Gibt's das? Oder? Ja, ich war mal in der Stadt Kloppenburg, da war kurz vorher eine Kindesentführung, Kindesmissbrauch. Und dann habe ich damals immer so Kinderwitze gemacht, Belgierwitze, haha. Ne? Und dann hast du gemerkt, es geht nicht. Und dann habe ich das weggelassen und habe das auch thematisiert und habe gesagt, der Eintritt des Abends geht in diese Stiftung. Und dann habe ich umsonst gespielt. Du merkst auch hier Betroffenheit. Ja, Betroffenheit. Das heißt, du hast es nur deswegen weggelassen, weil es keinen Erfolg hatte, aber nicht, weil es dir ein persönliches Bedürfnis war. Es gibt bestimmte Dinge, man sagt ja immer, man kann über alles lachen, aber nicht mit jedem. Darauf muss man achten. Also du kannst jeden Witz erzählen. Ich finde es ja auch immer spannend, denn ich meine, einen guten Witz kann jeder erzählen, aber erzähl mal einen schlechten. Ja. Und zwar so, dass alle mitmachen. Das mache ich jede Woche. Ja, ja. Aber es gab in deiner... Es gab in deiner Karriere durchaus... Aufs und Abs sozusagen. Ja, ja, du hattest eine Fernsehsendung auf Pro7, eine Regel. Immer werde ich darauf angesprochen. Warum eigentlich? Ich kann auch was anderes fragen. 12 Jahre her. Antwort interessiert mich eh nicht. Ich frage was anderes. Du wirst in Österreich auch auftreten. Ist das österreichische Publikum, weil es doch sozusagen vom Kabarett kommt, vom Anspruch, vom nicht diese die sind genauso niveaulos wie die Deutschen auch. Das ist überhaupt nicht das ist überhaupt nicht das Problem. Ich hatte mir immer so erwartet, dass die das ja auf diesem schwarzen Humor so steht, dass sie so wenn du so richtig böse bist, dass sie sagt super Ingo Schubert, aber hast du nur Enter auf, okay, böse. Ist aber nicht so, sie sind genauso pikiert. Sind viele katholisch. Ja. Haben Probleme mit Türken. Es ist halt. Stimmt es, dass du auf der Abschlussliste der Al-Qaida stehst? Nein, das war einfach, die haben ja den Namen noch nicht. Wahrscheinlich wollten, es war ein Notizblock von Leuten, die sie halt hochgenommen haben. Da stand Markus Lanz, also Markus Lanz und Ingo Appelt. Schon die Kombination, ja, fragwürdig. Gut, was? Und es stand dort gar nicht Markus Lanz, sondern Markus Lanz? Lanz, ja, gar nicht Lanz. Markus Lanz. Appelt wurde auch mit einem, also wahrscheinlich wollten die Karten kaufen. Also, das ist... Entschuldige, wurde in der Geschichte des politischen Attentats schon jemals ein Komiker... Ja, selten. Nie. Also der einzige Mensch, der mich bis dato bedroht hat, war Peter Maffay. Dich? Ja. Ja. Das ist schon bitter. Peter Maffay hat dich bedroht? Machst du keine Witze über rumänische Wanderwalze. Er wollte mich wirklich verhauen. Das war beim Echo und das war schon bitter. Ist das jetzt ernst? Das ist ernst. Aber der ist doch 1,50 Meter. Ja, aber ich habe trotzdem Angst gehabt, weil die Messer sind schnell.
Aber du weißt, dass der so Motorradhandschuhe als Hosen anzieht. Da hast du keine Angst. Der kommt auch beim Motorradfahren nicht auf den Boden, weil er immer umfällt. Das ist natürlich klar. Lieber Ingo, dein neues Programm heißt Göttinnen. Frauen sind Göttinnen, nicht Göttingen im Übrigen. Göttinnen. Ja, es wird oft verwechselt. Frauen, ja, ich habe Göttinnen gesagt. Ja, Göttinnen ist richtig. Göttinnen, ja, da geht's. Worum geht's da? Ja, worum geht's da? Es geht um die Frauen natürlich, wie toll sie sind und wie schlecht wir sind. Und es ist einfach ein geiler Titel, weil der Trick ist ja der. Wer entscheidet darüber, wo es abends hingeht? Wer? Die Frau. Natürlich. Und wenn du so eine Drecksau bist wie ich, dann sagen die Frauen, warte, zu dem alten Ficker, da gehen wir nicht hin. Wir gehen zu Dieter Nuhr, zieh dich warm an. Und da habe ich gedacht, pass mal auf, das musst du irgendwie umdrehen. Und da habe ich gesagt, Frauen sind Göttinnen. Sagen die Mädels, ja super, der Ingo, der hat es begriffen, endlich. Hütte voll, läuft. Und das klappt so? Das klappt oder so oder war das in der Theorie so? Das war in der Theorie, aber auch in der Praxis. Es ist wirklich so, die Frauen sind, wie gesagt, hauptsächlich in allen Bereichen im Übrigen. Es ist ja auch im Musikbereich, im Kino, es ist in allen Bereichen. Frauen entscheiden darüber, was wichtig und was... Die entscheiden auch... Joachim, würde deine Frau mit dir zu Ingo Appelt gehen, nein, weil das Programm Göttinnen heißt? Deine Frau ist eine sehr belesene Frau, ich habe sie kennengelernt. Lehrerin, glaube ich. Sie ist Lehrerin und gebildet, sie würde doch nie zu Ingo Appelt gehen. sie geht doch eher zum Al-Qaida-Ortstreff. Gästeliste? Warst du schon mal da? Hast du eigentlich schon mal was von mir gesehen? Im Fernsehen. Im Fernsehen, siehst du, das ist das. Aber es ist live viel geiler. Ja. Das ist ja das Schöne. Also live kannst du ja alles machen. Und es interessiert mich ja auch, also was so geht, was geht nicht. Also ich führe die Leute natürlich ganz gerne aufs Glatteis, um mal zu gucken, was machen sie. Also ist, der Klassiker ist eigentlich so dieses Ding, haben wir was gegen Schwule? Nein, nein, du hast ja auch schon Schwulen gespielt. Hör mal, wir sind alle Schwulentolerant. Ne? Und dann sagen zum Mann, bist du schwul? Was? Ich schwul? Ich hau dir auf die Fresse. Warte. Dann merkst du sofort, ja, ich glaube 90% aller Männer sind homophob. Die hassen Schwule, die finden das total zum Kotzen. Und dann fragst du dich, woher kommt das? Ja, aber die Frage ist dann, ob man mit seiner Komik sozusagen diese Vorurteile auflösen will. Ja. Oder ob man sie sozusagen bestärken will. Das ist jetzt die Frage an dich. Ich möchte das schon eher auflösen. Also ich möchte, also die Leute, was mich immer interessiert ist, die Leute tun immer gerne so, als wenn sie alle so toll wären, so gebildet, nicht? Und alle so anständig und so brav. Und das sind alles Dreckschweine, das weiß ich natürlich. Und deswegen baue ich natürlich Brücken auf meine Seite. Mhm. Und wenn sie lachen, wenn sie mitziehen und dann hinterher merken, habe ich jetzt gelacht? Scheiße. Dann ist es aber für mich schöner, als eben so ein... klassisches 0815. Adaptierst du dein Programm auch auf österreichische Verhältnisse? Nö, oder ist es dann? Also es ist ja ein Männer-Frauen-Thema und das Problem haben ja alle weltweit. Ja. Kommen Parodien vor? Machst du Grönemeyer? Machst du Michael Mittermeier? Ja, muss ja sein. Wie geht Michael Mittermeier? Der geht aufrecht. Aber kannst du ihn kurz nachmachen? Ja, es ist ja, ich mache das. Tut mir leid, ich weiß, ich erzähle ja immer, es geht ja darum, die Masche. Also ich bin ja, wie gesagt, so das Arschloch, ja, der Böse, weil ich halt so männlich bin. Weil Männer sind immer so böse, da muss gemein. Und die meisten Komiker in Deutschland sind eben so kraftvoll, aber kaputt. Die sind so, ja, so gebrochene Figuren. Also kommen als Mann daher, oh, ich bin aber dann irgendwie dann so ganz klein. Hey, du sagst, hey, das ist überhaupt kein Problem. Du kommst mit, das ist ja, das. Und es funktioniert. Das ist hervorragend. Das ist geil. Ja. Sehr gut getroffen. Die gleiche Masche wie bei Grönemeyer ist ja auch nichts anderes. Ja. So sieht er aus. Du denkst, du könntest mit dem in Polen einmarschieren. Und dann kommt die Stimme. Du denkst, oh Gott, das wird. Und das ist genau das. Til Schweiger, haben wir gerade drüber geredet. Ja. Ein großer Kollege. Also, wenn der die Eingangsszene beim letzten Tatort so gemacht hätte, stell dir mal vor, der wäre raus, er hat ja in 3 Minuten 20 Leute erschossen. Ne? Ja. Weil er hätte ja nichts sagen, wenn er gesagt hätte, dann wäre Arthur Abraham rausgekommen und gesagt, Schatz, sollen wir einblasen? Ja, also es geht nicht. Ja. Aber das funktioniert. Er ist deswegen Frauenliebling, weil er eben so maskulin daherkommt. Joachim, bitte, entschuldige. Also ich muss mal was bemerken. Ja. Ihr redet jetzt über die Kollegen vor der Kamera. Ihr müsst mal erleben, wie die hinter der Bühne kommen. Also unglaublich. Meine Damen und Herren, heute zu Gast Joachim Kroll, Ingo Appelt. Ja, ich dachte,